sind wieder auf der Straße. Glück gehabt. Die anderen können nicht mehr weit sein. Na, hoffentlich. Bisher hatten wir heute nämlich nur Pech. Möchtest du deine Leute nicht mehr reden hören, wirklich? Finde ich einen Studenten. Bleib nah bei Daniel. Ich bin Taylor. Ich bin gespannt, wegen dem Tipp vom Kurator. Mit dem letzten Satz mit von wegen, sie ist nur ein Kind. Naja, das ist halt das, was sie halt meinten, ne? Irgendwie, dass halt irgendwie der Fokus jetzt halt sehr stark auf die Verteufelung des Kindes liegt. Wirkt wie ein schlechtes Omen. Nietzsche. In diesem Haus lebte die vielversprechende junge Autorin Tilly Johnson, die mit ihrem Schauerroman Traktat der Angeketteten 1856 berühmt wurde. Tilly wurde im Juni 1858 auf mysteriöse Weise verstorben in ihrem Haus aufgefunden. Fremdenverkehrsbüro Little Hope. Okay. Eigentlich auch nicht so okay, dass sie einfach in ihrem Haus stirbt. Aber ja, und ich finde, der Kurator hat ebenfalls nochmal darauf hingewiesen, irgendwie tatsächlich wirklich, ich denke auch, dass sich jetzt dein, das, was du von Anfang an sagtest, irgendwie, das manifestiert sich jetzt immer weiter, bin ich auch der Meinung irgendwie. Also ich. Wegen den Dämonen, meinst du? Ja, es. Ich denke. Andrew ist der Schlüssel. Dessen Grab nicht da war. King William's War. Abschlussfeier Massaker. Oh, schön. Boom. 21. Juni 1690. Am Tag der Abschlussfeier im Jahre 1690, während die Puritaner das Examen der jungen Männer der Stadt feierten, griff eine Armee von Franzosen und Indianern an und setzten zahlreiche Behausungen in Brand. 8 Männer wurden getötet und viele Frauen und Kinder in die Sklaverei nach Arkadien verschickt. Das Schicksal der Sklaven ist nicht bekannt. Versklavt wurden Mary Elaine, Abby Bradstreet, Madeleine Carver, Mary Dent, Abstinence Haig, Obadiah Haig, Thomas Lathrop, Marcy Martha, Martha Milton, Faith Newcomen, Fidelity Newcomen, Michael Newcomen, Hope Staunton, Amity Upsell. Getötet wurden Isaac Ames, Hugh Broughton, Bartle Haig, Francis Martha, Matthew Noyes, Jeremiah Staunton, John Titus und Thomas Upsell. Okay, also da oben sieht man jetzt schon, dass Martha Milton entführt wurde. Und ebenfalls, scrollen wir nochmal kurz ein bisschen hoch. Madeleine Carver. Welche entweder die Mutter, die Frau oder sonst irgendjemanden des Pastors sein müsste. Des Pfarrers. Okay. Der Ankläger, der, ja, wie sagt man es denn? Es fällt mir gerade das eine Wort nicht ein. Der Inquisitor. Le Pastor. Oder? Ja, der Pastor, aber der kommt ja eher so. Ja, wie so ein Henker und Richter. Inquisitionsmäßig daher. Inquisitionsmäßig daher. Ich bin ein böser Mann. Nicht so böse. Warum ist die Straße so breit? Ich habe Angst, dass ich da hinten was vergesse. Fette Schlitten fahren. Die Amis. Schöne fette SUVs. Fette Kutschen. Wo geht's hier denn noch irgendwie weiter? Ja, ich glaube, da muss nicht hoch können, oder? Ich finde es interessant, dass du hier auch noch so links und rechts so extrem, also nicht extrem weit, aber schon ein bisschen weiter reingucken kannst. Zum Beispiel, ja, dass wir jetzt hier ins, was seid ihr? In das Häuslein kommt, in das Tourist Office. Vielleicht. Kommen wir da rein? Na, ich glaube nicht. Denke nicht, ne? Ja. Öffentliche Bekanntmachung. Außer uns hat sich schon lange kein Tourist mehr hierher verirrt. Zutritt verboten. Warum sollte auch jemand herkommen? Dieser Ort ist eine Geisterstadt. Ja, ist richtig, aber auch Geisterstädte sind beliebt. Was? Ja, ey, es gibt einen richtigen Tourismus von wegen hier, kommt in unser Ghost Town nach Amerika und verbringt hier eine Nacht in einer Geisterstadt. Wird echt oft gebucht.
Von wem? Von kaputten Leuten. Wird echt doof. Wo kommt das her? Oh, hier vorne ist wieder ein Rabe. Sprach der Rabe nimmermehr. Ja, so ungefähr. Ich hab ein bisschen Schiss. Oh Gott. Das ist keine Katze. Ich denke immer, wenn er diesen Umschwung macht. Schön. Dass er zu einer Katze kommt. Was ist das? Das sieht aus wie eine Straße, die kaputt ist. Kleines Sinkhole. Komm mal her! Komm mal her. Ich habe Angela gefunden. Das kann nicht sein. Ich kenne dieses Muster. Das ist, Muster. Das ist meine alte Schaukel. Hier, siehst du? What? Hey, hey, alles gut, alles gut. Nichts ist gut, sieh doch mal! Diese Sterne da, die hab ich hier drauf gemalt. Mit meinem Dad. Als ich 10 Jahre alt war. Sicher? Und ob ich sicher bin, das ist meine Schaukel. Was macht die hier? Sieht sicher nur so aus. Nur ein Zufall. Jetzt hör mir doch mal zu, Mann. Diese Stadt kennt mich. Hey, hey, schau mich an. Komm schon. Wir stehen das durch, okay? Zusammen. Sind aber auch mal flink. Das ist nicht mein Werk. So helft mir doch. Ich bitte euch. Helft mir, bevor es zu spät ist. Schweig jetzt, Weib. Nur der Allmächtige kann dir vergeben. Seine Gnade allein kann dich retten. Hört mich an. Ich tat nichts Unrechtes. Diese Puppe, sie ist doch nur ein Kinderspielzeug. Danny, nichts du hast weiter. Ehrenwort. Kümmere dich nicht um. Wir müssen uns von deinem Übel reinigen. Um uns alle und auch dich vom Bösen. Musst du brennen. Bitte, Gnade. Einfach nur kotzen. So haltet ein. Ah, nein, nein, bitte nicht. Nein, bitte. Ich bete, Herr, für die arme Seele unserer Schwester Tabitha. Sie verfiel dem Teufel. Handelt nach eurem Ermessen. Okay. Wir stehen bloß noch tot sehen, den Typen. Aber vielleicht? Diese Frau noch von hin. Eben, das war ich. Das heißt, ich bin ein Ester. Ich pass auf dich auf. Versprochen. Danke. Schön, dass du hier bist. Gehen wir weiter zur Kirche und suchen die anderen. Ja, hast wohl recht. So, und ich habe noch eine Theorie. Ja. Vielleicht basiert es ja nicht auf Andrew, sondern vielleicht sind wirklich alle in diesem Bus bei diesem Unglück, bei diesem Unfall ums Leben gekommen. Na, und sind jetzt halt wirklich in ihrem eigenen Fegefeuer, in ihrem eigenen, also alle so ein bisschen so Silent Hill-Style. So ihr eigene Purgatory irgendwie. Na, das wäre natürlich richtig heftig. Weil ich sag mal, jeder Einzelne hat nacheinander mit seinen eigenen, wie der Kurator schon sagt, Dämonen zu kämpfen. Ja. Und das würde jetzt zum Beispiel nicht funktionieren, irgendwie, wenn es nur auf Andrew basieren würde, wenn die beiden jetzt alleine rumgucken. Ne? Also, ich. Hauen wir mal so diese beiden Theorien mal in. Oh. Guck mal, eine Urukai-Katze. Wir werden verfolgt. Hey! Verpiss dich gefälligst! Oh, verdammt nochmal! Ja, dann lauf doch einfach mal weg. Ach du Scheiße, was ist das? Rennen! Los, schnell! Rennen, was der Zeug hält, rennen! Wieso nimmst du hier nicht mit? Warum? Okay, wollte ich sagen. Oh. Oh, lauf doch, Mädel.
Den ersten Fail. Wir helfen ihr natürlich. Steh auf! Na los! Wir sind doch hier, Gentleman. Ich finde das aber so geil. Deine Freunde nehmen halt zurück, du Lappen. Wie er immer vorrennt, ey. Daniel wieder. Der wird ja für Zeitlupen. Ich hab keine Ahnung. Immer diese schönen Slow-Motion mit sich oder was? Da kommen auch wieder Slow-Motion. Rüberklettern, dann fängt er an so zu pumpen. Ist ja schlimmer als ich. Los, weiter, schnell! Dann mach doch weiter. Die habe ich jetzt nicht klettern sehen. Nee. Hörst du das? Ist das Taylor? Taylor, bist du das? Nachher sind sie einfach vor Schnell zur Kirche! Lauf! Die verletzt ist. John macht fertig, was am besten kannst. Rennen. Wegrennen. Hey! Halt diese Biester sind uns her! Los, Alter! Komm schon, schneller! Hey! Lauf! Los, hier rein! Hey! Das Biest kommt immer näher! Er denkt sich auch nur. Was? Was zum Teufel soll das? Ich wusste jetzt nicht, ob ich es machen soll. Bist du verrückt? Willst du dich umbringen? Los, hier rein. Ich hab's jetzt einfach gemacht. Hey! Auch geil. Hey. Jetzt erstmal hier. Wo ist Angela? Von innen verbracht. Sie hat es nicht geschafft. Wir konnten nichts tun. Machst du Witze? Nein, und wenn wir hier alle nur herumstehen, erwischt es uns auch. Fuck. Versperrt alle Eingänge, die ihr finden könnt. Mist! Wir brauchen eine Barrikade! Hey! Hey! Redet doch wenigstens mit ihm. Warum ist dieser alte Kerl immer noch da draußen? Ja, er folgt uns. Besorgt. Besorgt. Er scheint uns zu folgen. Was immer er vorhat, wir dürfen ihm nicht... Ich weiß, dass du da bist! Wenn du die Ruhe bewahrt und nicht auf ihn geschossen hättest, Singular. Wäre er wohl längst weg. Er kapiert nicht, in welcher Gefahr wir sind. Komm da raus und zieh mir ins Gesicht! Denk nicht mal dran, da rauszugehen. Du elendes Arschloch! Du meinst, du kannst auf mich schießen? Komm raus, Feigling! Wir müssen ihn loswerden. Wenn das Biest ihn hört, ergeht es uns schlecht. Na, rechtfertigend. Rechtfertigend. Hey, ganz ruhig! Ich wollte nur helfen! Hast du es nicht gesehen? Wovon redest du? Hier draußen ist nichts! Das Ding hat schon jemanden getötet! Okay. Erzähl mir, was los war. Ja, ängstlich. Ich weiß, es klingt total verrückt, aber dieses Ding, es hat uns verfolgt. Du musst mir glauben. Warte hier und pass mit dieser Waffe auf.